Soll ich dich heimbringen? Wer bist du? Ein Freund. Willkommen bei Beyond Level 1 Seelenwinter Himmelssturm Akademia. Wir sind wieder zurück. Wir sind die Sissi als Cassandra, die Eva als Mirabelle und last but not least der Mani als Rufus, ich als alle anderen und der Jan in der Technik. Jan! Gut, wir sind zurück. Wir sind auf der Akademie im vierten Jahr. Und tatsächlich ist schon einiges an Zeit vergangen in diesem vierten Jahr. Ihr habt studiert, ihr habt euch um Dinge gekümmert, ihr habt Sachen bekommen. Und jeder von euch darf mir jetzt mal wieder so sagen, was er in diesem ersten Halbjahr im vierten Jahr unternommen hat, um etwas Privates weiterzubekommen oder seine Studien weiterzubekommen. Gibt es Dinge, die ihr gemacht haben wollt, mit denen ihr euch beschäftigt habt in diesem halben Jahr? Ja. Mani, fangen wir mit dir an. Fangen wir mit mir an. Das letzte Jahr über und auch viel, was ich bei den Eltern war, habe ich versucht zu perfektionieren, die Art des Elements, das sich in einem Zauber befindet, zu manipulieren. Das magische Zauberbuch hat angefangen, selbst umzublättern und andere und meine Zauber ein bisschen zu verdrehen. Mhm. Und ich versuche das halt jetzt immer stärker zu perfektionieren und die Magie, die ich wirke, wenn das jetzt ein Strahl, ein feuriger Strahl ist, irgendwo hingeht, dass es dann im Flug sich auf Eis umändert. Ich habe definitiv als Rufus die Affinität zu Eis und Kälte entdeckt über diese vergangenen Wochen und Monate. Und es wäre jetzt interessant, auszuprobieren und zu erforschen, ob die Linse, die ich bekommen habe, die den Feuerschaden verstärkt, auch so verwendet werden könnte, dass ich einen Feuerzauber wirke und der dann, nachdem man durch die Linse schon verstärkt wurde, den Schadenstyp ändert auf etwas anderes. Gut. Ich weiß nicht, ob das möglich ist für Rufus, aber er wird das versuchen herauszufinden. Wir werden sehen, wie weit du vorangeschritten bist in diesen Studien. Würfel mal einen Arcana-Wurf. Arcana. 19. Ja, deine Studien gehen gut voran. Du bist ja das Studieren gewöhnt. Du zweigst genug Zeit ab, verbringst einiges in diesen Duellräumen, in denen man gefahrlos Schadenszauber verwenden kann. Das Wandeln der Energie ist etwas, das für dich ein Verändern des Gewebes bedeutet. Mathematisch nichts mehr und nichts weniger. Was am Anfang sehr nicht greifbar war, wird anhand dieser Studien von Mal zu Mal viel klarer, wie das Gewebe. In Wirklichkeit ist da gar nicht viel dabei. Die Hitze und Kälte sind ein Teil von einem Ganzen. Die Absenz von der Hitze wird zur Kälte im Endeffekt. Ja. Und so ist dir klar, dass du auf dem besten Weg bist, das zu tun.
dass du die Zauber wechseln kannst von Hitze auf Kälte oder andere Arten. Die Linse hat diesen Aspekt des Klerikalen dabei, der sich dir so ein bisschen entzieht, aber mit einer 19 wirst du die Linse zwar nicht ganz verstanden haben, aber das Ändern des Gewebes der Magie mit der Linse wird dir durchaus möglich sein. Ja, das heißt, ab jetzt, wenn du die Linse für etwas verwendest, das mit Schadenszauber zu tun hat, dann kannst du die Linse nicht nur als Fokus verwenden, als magischer Fokus, sondern sie tatsächlich als Fokus verwenden, nämlich bei dem Cantrip kriegst du plus 1 auf den Schaden, bei Zaubern mit Spell-Levels jeweils einen Würfel Schaden mehr. Das wird dir in diesem Halbjahr durchaus gelingen. Ja. Mirabelle, hast du etwas Spezielles vor? Ja, also ganz kurz als erstes, ich habe ein kleines Täschchen gehäkelt für deine Linse. Oh. Ja. Sie ist blau, so wie dein Umhang. Ja. Mit kleinen silbernen Sternen drauf gestickt. Die werde ich natürlich prominent tragen, Seite. Immer available, aber ich werde trotzdem schauen, dass die Linse sonst nicht viele Leute zu Gesicht bekommen, wenn es nicht notwendig sein muss. Da habe ich gleich eine Frage an euch alle. Wann tragt ihr die Ringe? Ja, ich würde sagen, nur wenn es notwendig ist. Okay. Also wirklich nur für gewisse Nacht- und Nebelaktionen, würde ich zumindest sagen. Ja, also nicht permanent präsent, darauf haben wir uns irgendwann mal geeinigt, dass das schon unser Geheimnis bleibt und damit das irgendwie nicht so sichtbar ist. Und vielleicht auch, wenn dann irgendwie fragt, was wir dafür, wenn sie es irgendwie mit einem auffallen sollte, wieso wir da jetzt einen Ring haben oder so, dann haben wir uns auch darauf geeinigt, ja, das haben wir uns als Goblin Grill verdient. Das sind unsere Teamringe. Ja, okay. Gut zu wissen. Ja, und auch damit es niemandem auffällt, dass uns die Augen nicht anschauen, wenn wir vorbeigehen. Ja. Also wir haben sie immer mit, aber nicht angesteckt. Okay. Und was ich sonst noch mache, es ist ja die Zeit herauszufinden, wo denn das alles herkommt für die Mirabelle. Und die Mirabelle übt sich im Lucid Dreaming und lernt zu meditieren und versucht, diese Träume, die sie jetzt schon ein paar Mal gehabt hat, herbeizuführen und länger drin zu bleiben und mehr zu sehen oder auch im Traum zu interagieren vielleicht. No. Ja, gut, 2. Es ist Nacht. Du legst dich hin, spürst das gewohnte Gewicht von Ferdinand bei deinen Füßen. Du denkst dir, gut, ich werde einschlafen, ich werde träumen, aber ich werde Herrin meiner Träume sein. Ich werde herausfinden, was es mit meinen Kräften auf sich zu tun hat. Du sitzt an einem Baum. Es ist kalt. Es müsste Schnee liegen, so kalt ist es. Du siehst deinen Atem, der sich vor dir formt. Du bist klein. Du bist noch kleiner, als du eigentlich eh bist. Es ist dunkel rund um dich. Dennoch siehst du nicht Schnee fallen, sondern verwelkte Blütenblätter, die neben dir. Du spürst hinter dir diesen Baum, die Baumrinde. Blätter und Blüten fallen von oben herab wie Schnee. Ferdinand ist weit und breit nicht zu sehen. Wer ist überhaupt Ferdinand? Du hast keine Ahnung. Du bist alleine. Dir ist kalt. Du hörst eine Stimme in der Dunkelheit. Hast du Angst? Kann ich antworten? Ja. Ja.
willst du nach Hause? Gesicht schält sich aus der Dunkelheit. Es ist viel größer als du. Und du bist auch sehr klein. Du siehst Augen, die glühen. Viel zu viele Zähne in einem Lächeln. Soll ich dich heimbringen? Wer bist du? Ein Freund. Was habe ich für ein Gefühl von ihm? Hast du eine 2 gewürfelt? Ja. Eigentlich kein neutrales Gefühl, seltsam, ja. Natürlich ist es ein bisschen furchteinflößend, aber alles hier ist furchteinflößend. Eine Hand kommt zu dir runter. Nimm meine Hand. Ich bringe dich nach Hause. Und ich bleibe bei dir. Streckst die Hand aus. Du siehst, wie seine Hand mit den knöchernen Fingern nach unten geht. Und ganz kurz, bevor du sie reinlegen kannst, wird diese Gestalt nach hinten gerissen. Und du hörst eine Stimme. Nein, nein, nicht du, nicht du. Und dann hörst du ein... Und dann siehst du diesen Kopf, der ausgerissen nach vorne geworfen wird, der landet neben dir und hinter dieser Gestalt aus der Dunkelheit schält sich eine noch viel größere Gestalt. Lange Arme, die noch viel länger sind, fast nicht knöchern, sondern fast wie Wurzeln, die sich nach vorschieben. Augen, eine lange Nase. Haare, die nach unten hängen, siehst du. Ein Körper, der mehr eine Tonne ist als sonst irgendwas, schält sich aus der Dunkelheit nach vor und dann wachst du auf. Cassandra. Ja. Was tust du so diesmal? Ich wache regelmäßig auf, weil es neben mir im Zimmer schreit. Ja! Zu Mirabelle und frage, ob alles okay ist. Also, manchmal komme ich einfach nur und schaue, okay, wieder zurück. Was macht die Cassandra? Also, ich habe mich ein bisschen auf das eingeschossen, sozusagen, auf das Erforschen dieser Podestas, aber noch viel mehr auf das Erforschen der Runen und wie es sein kann, dass eine für mich sichtbare Rune so versteckt sein konnte. Und ich will dieses Runenspiel eigentlich verstehen können. Also wie man unter den Runen noch eine Rune dazwischen legen kann und sie hat trotzdem Macht und Wirkung. Ja, okay. Also und das Ganze im weiteren Folge dann auch das Mechanische verstehen. Also ich will einerseits dieses Mechanische der Runen verstehen können, aber auch das wirklich Mechanische, die Linse. Wo hätte die hineinpassen können? Wo gibt es eine Möglichkeit? Weil irgendwie habe ich dieses Gefühl, dass die Linse vielleicht ein Teil dieses Podestes sein könnte. Passt. Passt. Ich brauche das. Würfel mir bitte schön auf Knowledge Arcana, nachdem es jetzt mal um diese Runen geht, die nekromantischer Natur sind und du ja ein Necromancer bist von deiner Subklasse, kannst du mit Vorteil würfeln, wenn du magst. Das Gute ist, der 9er ist immer besser als der 1er, ne? Arcana? Ja? Komme ich immer noch auf 12? 12? Gut. Kann ich nicht Investigation? Nein, Investigation wäre wahrscheinlich das Mechanische mehr. Genau. Jetzt sind wir mal da dabei. Du. Das Verbergen der Runen, wie das geschaffen wurde, ist für dich zu schwierig herauszufinden. Es ist eigentlich auch gar nicht so, dass du das Gefühl hast,
wenn du es nicht weißt, weil du es ja durch einen Zufall eigentlich entdeckt hättest, ja, würdest du nicht wissen, dass dort irgendwo diese Runen verborgen sind. Ja. Ja. Also die liegen unter anderen Runen, ja, die in etwa dasselbe Gewebe, dieselbe Auswirkungen haben. Und nur, das ist so ein bisschen wie diese seltsamen Spiele, die man sieht, oder diese 3D-Puzzles, wo du es nur siehst, wenn du auf einen gewissen Winkel drauf schaust. Ja, dann merkst du, dass sich da was verschiebt, und dann kannst du halt beginnen mit Identify zum Beispiel, mit dem Zauber, die nekromantischen Gewebe rauszufischen. Und das du gehabt? 12. Du hast das Gefühl, das ist so ein Spare the Dying. Das kriegst du raus. Eine dieser Runen hat denselben Effekt wie ein kontinuierlicher Spare the Dying Zauber. Mhm. Also entweder verlängert der die Wirkungsdauer von diesen Tränen Souls, ja, dass die nicht so schnell ausgehen, was aber bedeuten müsste, dass die Tränen Souls in Wirklichkeit was Lebendiges sind, einen lebendigen Aspekt haben müssen. Ja. Oh mein Gott! Aber du bist ja mit einer 12 bist du dir nicht mal sicher, dass es so ist. Ja. Ja, es wäre so die erste Erklärung, die dir kommt, was das betrifft. Und die Linse passt gar nicht dort rein. Zu dem Spare the Dying Message? Nein, oder? Zu diesem ganzen Protest, das Bruno. Die hat dort keinen Platz. Also es gibt nicht irgendwo einen sozusagen einen Schlitz, eine Einkerbung, also dass wir die Linsen einfach bei unseren Untersuchungen nie gesehen hätten, weil sie einfach, wenn sie uns diese Podestas hinstellen zur Untersuchung, sind die sozusagen ja erloschen oder leer. Ja. Und das kann sein, dass die einfach sozusagen, nein, weil es sind auch keine Souls drinnen und ja, und die hat dort definitiv. Die werden euch hingestellt, das ist dieser Apparatus. Genau. Das ist dieser, der so 1,5 Meter groß ist, in etwa so hoch. Viele Runen, viele Schläuche, andere Dinge, Einkerbungen, ein Slot, wo die Träne reinkommt, alle diese Dinge. Das habt ihr alles schon gesehen, mit denen habt ihr schon gearbeitet. Gelaufen sind sie noch nicht, ihr habt sie noch nicht im Betrieb gesehen. Genau. Aber prinzipiell wurde euch gesagt, das wäre zum Beispiel ein funktionierender. Ja? Und dann habt ihr einen zweiten hingestellt bekommen, der ist ein Defekter. Mhm. Wieso ist der defekt? Und dann habt ihr halt dran gearbeitet, bis ihr herausgefunden habt, ist das eine mechanische Sache, die oder nicht eine funktioniert. Rune, eine Rune gut, funktioniert genau. nicht. Ist, was kann es sein? Ja? Genau. Was euch auch aufgefallen ist, ihr habt ganz, 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 ganz selten an einem ganzen Gerät gearbeitet. Mhm. Meistens bekommt man einen Teil davon und den analysiert man und mit dem arbeitet man. Ja. So dieses Große und Ganze an und für sich laufend habt ihr noch nicht gesehen. Genau. Also da würde ich mich einfach auch nochmal, wie gesagt, sehr hineintigern und in den Stunden, wo das gemacht wird, das Mechanische. Und für mich einfach auch das zusammen versuchen zu reimen, eben nicht in den Stunden, sondern für mich dann noch Skizzen anfertigen und das irgendwie so zu dokumentieren. Auch das zu dokumentieren, was wir nicht gesagt bekommen, was ich halt selber durchs Knobeln vielleicht herausfinde. Ja. Ohne dabei zu viele Fragen zu stellen. Also ich versuche wirklich tatsächlich autodidakt sozusagen das ein bisschen an den Geräten zu erkunden. Ja, passt. Und ja, gibt es beide Teile? Prinzipiell bei uns in der Akademie. Beide Teile, wovon? Es gibt ja, du hast gesagt, das sind jetzt Sets. Es gibt prinzipiell alles von dem Protesters. Ja, ja, es gibt. Aber wir haben es halt gibt nie komplette, in einem zusammen. Ihr habt schon mal einen gesehen, wie der ausschaut, einen kompletten. Ja. Wenn ihr kriegt halt dann Teile, wo gesagt hat, okay, das ist ein funktionierendes Teil und ein zweites, das quasi denselben Querschnitt, Abschnitt, Bereich, der funktioniert nicht. Bitte findet heraus, warum der nicht funktioniert. Und dann habt ihr ein paar Wochen Zeit gehabt, das zu tun. Es waren so kleine Zwischenprüfungen. Habt ihr herausgefunden, warum, wie kann man es reparieren? Wer ist für was geeignet? Bist du für die mechanischen Sachen überhaupt geeignet? Ja. Nein, okay, das macht dann eher der und so weiter und so fort.
Ja, aber wie gesagt, das, was du rausfindest, ist, dass diese Rune, ein Teil dieser Rune, das bewirkt. Was du schon auch rausgefunden hast, das ist nicht alles, was diese Rune bewirkt. Mhm. Aber das, hast du so das Gefühl, ist ein wichtiger Bestandteil davon. Okay, und wenn ich jetzt auch herausgefunden habe, dadurch, dass die Linse nicht mit dem Podest das hineinpasst. Genau, das hast du auch herausgefunden. Dann würde ich gerne... Das ist leicht herauszufinden, weil das fehlt nirgends. Das ist ein funktionierendes Teil und da fehlt keine Linse drin. Also immer wenn es für den Rufus auch okay ist, würde ich mich schon gerne auch mit dieser Linse auseinandersetzen und gerne herausfinden, was ist die andere Hälfte. Mich irritiert das, dass diese blöden Briefe die ganze Zeit bei uns reinflattern. Mich irritiert das schwer. Wir bekommen die ganze Zeit Post von irgendwem und wissen ja, nicht von wem. Wir kriegen die Ringe, wir kriegen die Briefe, wir kriegen die Linse. Mich irritiert das. Warum wir? Abgesehen davon, dass wir großartig sind. Aber warum wir? Und wer? Die Ringe wissen wir. Oder das weißt du zumindest. Wir haben eine Vermutung. Also ich teile meine Vermutung mit euch, dass es die Lehrerin ist. Mhm. Aber dann vielleicht auch das Glas, dass es auch von ihr ist. Schwer zu sagen. Aber wieso wird es dann dem Rufus geben und nicht dir? Weil er der bessere Magier ist. Für mich so. Keine zufriedenstellende Erklärung. Ich habe eine rein praktische Frage. Ja? Wir sind ja oben unterwegs. Ja. Wir sind ja abgeschottet von den allen. Ja. Wie konnten die zu Besuch kommen? Wer? Die Elsbeth und die... Die sind in Kael und Prime, die obersten Häuser, die wichtigsten Leute. Ah, die sind ja dabei. Akademie ist ein kleiner Bereich von Kael und Prime. Oder nicht klein, aber ist ein Teilbereich von Kael und Prime. Das war jetzt in meinem Kopf völlig aus. Ich bin die ganze Zeit nur... Es ist nur die Akademie pflegt herum. Wir fliegen durch die Gegend. Ich habe das echt... Ja, natürlich, Kael und Prime. Ja. Okay, danke, sorry. Das schneid mal raus. Da hat man ja nicht aufgepasst. 6,5. Ich recherchiere in der Bibliothek nach Monstern und Dämonen, die so ausschauen wie der, den ich gesehen habe. Erzählst du uns das? Ja, ich zeichne ihn auch auf und ich mache ihn nach und lasse den Ferdinand ihn nachmachen und alles Mögliche. Gut, Ja, ich helfe dir beim Suchen. Mach einen Knowledge Arcana ist es in dem Fall nicht. Du hast auch nicht den Scholar Bonus. Religion? Weißt du was? Mach mal einen ganz normalen Intelligence Wurf draus, aber mit Advantage, weil dir die Cassandra hilft dabei. Okay, das war plus 1. Aber ich hätte zum Beispiel einen Scholar, wenn ich das weiß, wonach ich suche. Ja, aber sie hat die Träume. Also sie sucht sie trotzdem. Ja. So, 8. 18. 18. Also, die Nachforschung dauert. Bücher über solche Sachen sind nicht so ausgiebig, wie man das gerne hätte. Sehr vieles davon klingt ein bisschen wie schlechte Fiktion von Leuten, die zu viel geraucht oder gegessen haben von einer Substanz, die dem Geistigen nicht so zuträglich ist. Allerdings gibt es dann durchaus Abhandlungen von Leuten, die sich mit dieser Thematik auf einer wissenschaftlichen Ebene beschäftigen, unter anderem auch eine gewisse Frau Gülden, von der findest du eine Abhandlung über Feenwesen im Glaswald und deren Auswirkung auf Fauna und Flora in demselbigen. Ist aber eine Art Hobby von ihr, kriegst du so mit. Ja, das ist nichts, wo sie jetzt eine Konifee wäre, aber wenn du nach diesem Werk gehst,
würdest du sagen, das müsste eine Art, vielleicht eine Art Eladrin gewesen sein, ein Feenwesen der höheren Order. Was dann aber wiederum spannend für dich ist, dass der in der Hierarchie schon recht weit oben steht, in dem, was das Feenreich genannt wird, Fairy, mhm, oder aber auch die wilde Welt wird es von ihr auch oft genannt. Mhm. Und ein Name, der dir unterkommt, zum Beispiel, wäre der Grinser. Mhm. Wäre das jetzt für den ersten, den ich gesehen habe? Mhm. Ja. Und der zweite, der dahinter? Keine Ahnung. Weißt du, hast du keine Ahnung? Wird nicht erwähnt, etwas in diese Richtung, wenn du drauf gehst, ob es irgendwelche Fäden gibt zwischen diesen Wesen, die nicht greifbar sind im Sinn von, die haben keine moralischen Grundeinstellungen, so wie wir, oder da geht es um ganz andere Dinge als auf Avia, was die betrifft. Okay. Ich würde gerne der Frau Gülden einen Brief schreiben. Mhm. Ja, bitte. Mich bedanken für ihr Werk und ihr sagen, dass ich mich besonders für weitere Informationen, weil ich schreibe ein Referat zum Grinser, mhm, und ob sie dazu weiterführende Informationen oder Werke hätte. Gut. Dann wirst du mit einer gewürfelten 18 noch herausfinden, dass die Frau Gülden sich nicht auf Kailum Prime befindet, mhm, momentan, aber dein Brief wird natürlich weitergereicht, sobald es möglich ist. Ja. Ja. Genau. Das sind die Dinge, die man so tut, wenn man Dinge tut. Immer wieder sieht man einen Zettel auftauchen, manchmal mitten im Raum, meistens in deinem Zimmer. Nie, wenn ihr dort seid. Meistens, wenn ihr physisch einige Distanz habt. Meistens dann, wenn ihr gerade eine Vorlesung habt. Hm. Eines dieser Schreiben, ob ihr das schon mal bekommen habt oder nicht, spielt keine Rolle. Souls Leiden muss beendet werden. Weiteres Schreiben. Wo ist sie wirklich? Vertraut niemanden. Ist sie wirklich tot? Das haben wir eh schon gekriegt. Ja, ja, es kommt immer wieder mal. Es ist das dritte, vierte Mal, dass du das bekommen hast. Wissen wir, wo diese Prüfungen stattgefunden haben? In den Prüfungsräumen, je nachdem. Die von deiner Schwester? Ja. Nicht, wisst ihr das? Wie wollt ihr das herausfinden? Wen fragt ihr denn, ob solche Informationen? Wer weiß sowas prinzipiell? Also natürlich die Lehrerinnen. Welche Informationen? Wo die Prüfungen stattgefunden haben. Die erste, die, also die einfällt, ja, ist die Ekimona. Mhm. Der Ekimona, Entschuldigung. Der Ekimona, weißt du was? Der Administrator, oder? Ja. Mhm. Ich würde das... Also ich weiß ja, dass meine Schwester bei der Prüfung gestorben ist. Das heißt, ich würde vielleicht die Trauerschiene-Karte spielen und fragen, wo denn dieser Ort ist, wo sie verschwunden ist oder gestorben ist. Und da fragst du wem? Die Ilarion. Ilarion? Ja. Um mich sozusagen, es gibt keinen Ort, wo ich meine Schwester verabschieden kann oder wo ich um sie trauern kann. Und es würde mich irgendwie. Mach
einen Persuasion-Check, bitte. Und da brauchst du jetzt wirklich deine, sag das nicht, deinen Premium-Würfel. Premium-Würfel. Goblin-Grill. Ich habe heute auch schon einen Einser gewürfelt mit dem. Für Goblin-Grill. Wow, 21. Wow. Gut. Du fragst sie, nachdem sie Unterricht gehalten hat, wirst du noch ein bisschen länger geblieben sein, gewartet haben, bis alle den Raum verlassen. Sie bleibt auch dort, wohl wissend und spürend, dass du eine Frage hast an sie. Und sie wird dir sagen, ich befürchte, dass du diesen Ort nicht hier finden wirst. Ihr werdet sehen, dass die Prüfungen nicht immer hier auf Kaelum Prime abgehalten werden. Dann siehst du, wie in deinem Augenwinkel rechts hinten ein Auge auftaucht, dich anschaut, sie anschaut und verschwindet. Sie packt ihre Sachen zusammen. Und im Vorbeigehen sagt sie noch, das werdet ihr sehr bald selbst herausfinden. Und dann geht sie raus. Ich erzähle euch das. Ich komme ins Zimmer. Ich mache einen also kann ich eigentlich dieses Deafness, kann ich nur auf Leute geben, ich kann uns nicht muffeln damit, gell? Nein, das wäre Silence. Das wäre total leiend, wenn du alle taub machst. Was? Ja, nein, aber ich kann uns. Ich verstehe dich und nicht. Kann ich Silence machen? Spell, weiß ich nicht. Wenn du ihn hast, ja. Wenn nicht, ich glaube eher nicht. Wait a second. Können wir schon Silence machen? Ist das schon in unserem Level? Ist das überhaupt im Repertoire eines zauberwirkenden Magiers drinnen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein klerischer Zauber, aber ich weiß es nicht. Nein, Silent Image haben wir. Nachschauen. Magic Mouth ist was ganz anderes wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielen wird. Okay, auf jeden Fall. Wenn wir solche Sachen besprechen, tun wir die Ringe drauf. Das wollte ich gerade sagen, wir geben die Ringe rauf. Also okay. Das wollte ich gerade sagen. Also das war das Nächste. Ich wollte nur wissen, ob ich Silence, also ob ich es akustisch auch noch machen kann irgendwie. Aber da gibt es ein geheimes Zeichen. Oder wie ist das Zeichen? Das war immer schon das geheime Zeichen. Wir hatten schon immer dieses geheime Zeichen. Gut. Ja, wir machen das geheime Zeichen. Also ich komme rein mit und Ring drauf. Und erzähle euch das. Und wie geht das, dass es nicht auf Kaelus Prime ist? Wie geht das? Naja, es könnte in der Weißen Weite sein. Aber sie können ja die Leute irgendwo hinbringen. Wir sehen auch nicht, wo wir hinreisen. Wir sind im Äthermeer. Aber da gibt es doch auch andere Brocken. Vielleicht landen wir auf einem anderen Brocken. Ja, vielleicht ist es ein Teleportationszauber, mit dem sie die Leute woanders hinbringen. Oder doch Manticores. Oder wir reiten mit Manticoren dorthin. Das ist genauso, wie sich eine Manticore anhört. Ja. Einen Teleportationszauber. Wieso denke ich an solche Dinge nie? Wir sind in einer Magierschule. Da wird tendenziell gezaubert. Das ist eine von den Dingen, die hier hauptsächlich geschehen. Das Einzige, das andere ich immer. Wir könnten auch. Achso, ja, magische Negotion Horn. Nach 3 Jahren? Ja, ich bin momentan so in diesem physischen, mechanischen drinnen, dass ich schon wieder. Natürlich, aber. Ich habe eine Theorie für unser Mörderboard. Okay. Ich hole das Mörderboard heraus. Ja. Wir gehen in mein Zimmer und dort ist das Mörderboard, weil es ist irgendwo halbwegs versteckt, so gut es geht, ja. Diese nekromantische Rune erhält etwas oder jemanden am Leben. Wo ist Serafina? Ist sie wirklich tot? Ist sie in einem Podestas Repono? Um das Ding zu
am Leben zu erhalten? Ja. Oder dies braucht oder man für die Funktion von einem Potestas ein lebendes Opfer? Aber warum Magier opfern? Warum nicht? Vielleicht wegen der magischen Energie? Vielleicht müssen sich die Magier durch irgendeinen Arkane-Zauber selbst opfern und mit der... Soweit bin ich noch nicht hinein. Ich hab noch nicht alle Runen verstanden. Frage an den DM. Wissen wir, was Tränen-Souls sind? Kristalle, die geerntet werden, ja. Aber also das ist das, was gesagt wird. Das sind Kristalle, die werden gesammelt. Da wird aus dem Äthermeer, genau. Aber wir haben keine gesehen, de facto. Also in dem ganzen, wir haben uns mit den Podestas auseinandergesetzt, aber mit den Kristallen auch? Das ist eine hervorragende Frage, liebe Cassandra, denn das ist eines der Themen, die in diesem Jahr behandelt werden in der Schule. Das ist das erste Mal, dass man mit Tränen-Souls zu tun hat. Auch der Sockel, der im Podestas dafür vorhanden ist, um diese Tränen aufzunehmen. Alle diese Dinge, die Runen, die aus klerikalen Arkane, Magie wandeln etc. Und diese Dinge, all das ist etwas, mit dem ihr euch im zweiten Halbjahr beschäftigt. Sind diese Sockel groß genug, dass dort eine Seraphina drinnen sein könnte? Der Sockel? Nein, der Sockel ist in etwa so. Okay. Ist das Podest, das ganze Podestas-Gerät? Das ganze Podestas-Repono ist in etwa so wie ein, habe ich gesagt, wie ein Fass. Mhm. Du passt da hinein. Theoretisch würde auch eine Seraphina hinein. Aber das geht nicht, weil ich habe mir das ja angeschaut. Das ist konstruktionsmäßig nicht so gedacht, dass da noch eine Person hineinpasst. Das Ganze ist so ver... Es geht, da ist kein Platz. Der Ben schaut dich an und sagt, die ist schon klar, dass wir von einer magischen Schule sind. Sie hat nach der Größe gefragt, ob da eine Person hineinpassen könnte. Nein. Dass nur ein Teil der Person extrahiert werden könnte, um dort hineinzukommen, in das Podest, auf magische Art und Weise. Vielleicht. Ich weiß, dass wir auf einer Magierschule sind. Nimm einen von diesen Zetteln, wo drauf steht. Mich macht das Thema sehr emotional. Es geht um meine Schwester. Ist sie wirklich tot? Nein, schreibe ich drauf. Und hängt auf unser Mörderboard. Oh. Renen Souls. Und gebe einen Pfeil. Also die Tränen so schon haben einen Pfeil. Das ist der Moment, wo die Kamera von diesem Board weggeht. Man sieht im Zeitraffer, Leute gehen von A nach B, ein Brocken an Bergspitze irgendwo aufsteigen. Man sieht Schüler, die Räume verlassen, Schüler, die in Räume gehen. Man sieht euch, wie ihr in einem Raum beschäftigt seid, wo einer des Lehrpersonals, nämlich Rifix Bingnoppel, die Magistra Fascinatorum, die Meister der Verzauberungen, euch gerade erklärt, wenn man Artefakte behandelt und analysiert, muss man immer bedenken, dass eine gewalttätige Entladung jenes Artefaktes immer eine Möglichkeit ist. Also, wenn ihr damit umgeht, dann macht euch klar, dass es gefährlich ist. Es ist völlig egal, was ihr tut, und die wird immer schneller, wenn sie irgendwas behandelt. Die redet auch ohne Punkt und Komma, sondern wird immer schneller, immer schneller, immer schneller, bis sie irgendwann mal merkt, dass sie für sich selbst zu schnell wird. Und dann atmet sie wieder ein und dann beginnt sie wieder langsam und getragen, und dann wird das wieder schneller und schneller und schneller und schneller und schneller. Und irgendwann sagt sie, deshalb haben wir heute das erste Mal eine richtige Träne Souls, die von euch analysiert werden kann und
die wir in weiterer Folge in einen Sockel transferieren werden. Behandelt es mit Ehrfurcht und Vorsicht. Und dann greift sie in einen Koffer, hebt etwas heraus, stellt das drauf, macht etwas auf, das wie so fast wie ein bisschen ein Altar ausschaut, im Endeffekt, wenn es dann offen ist. Und da ruht auf einem Samt, auf einem schönen Stück Samt, ein in etwa ja, 2 Hand großer Kristall, der blutrot ist, ja, ist nur leicht durchscheinend, also man sieht nur ein bisschen Licht durchkommen. Der ruht dort und die paar Schüler, die in dieser Klasse sind, steht in einem Podest praktisch gestützt drin. Ja. Ja. Mhm. Teilweise ein bisschen ein Aufatmen im Raum, so ein das erste Mal, dass man sowas sieht. Ja, manche sind sehr interessiert, manche nicht so interessiert. Bei euch jetzt von der Gruppe Marilith jetzt im selben Raum sind sowohl die Ethel als auch die Tempest, die sich diese Vorlesung gerade reinziehen. Die Tempest schaut relativ gelangweilt einmal kurz hin, so als hätte sie das schon hunderte Male gesehen und das wäre für sie nichts Neues und eigentlich mehr uninteressant. Die Ethel schaut schon sehr interessiert dorthin und dann geht's los, dann werden Rituale gemacht, es wird ein Detect Magic, Identify, alles was man so kennt, ja, wird gesprochen, um zu schauen, wie wirkt sich das aufs Gewebe rundherum aus, was ist mit dem, die latente Energie, die da drinnen steckt, für dich völlig klar, die Hitze, die von dem Ding ausgehen kann, die Möglichkeit, die, wenn du das analysierst, ja, das ist wie 2000 Feuerbälle, die auf einmal entladen werden könnten durch dieses Ding. Ja, so in etwa hast du das Gefühl, es blendet dich fast von der Aura her. Ist echt so, okay, dieses, man muss da vorsichtig sein, ist nicht von irgendwo her. Ja. Ich werde kurz einen Wurf für mich selbst machen. Echt, okay. Habe ich die Möglichkeit, kurz mit diesem Objekt irgendwie zumindest ein bisschen ungesehen zu sein? Nein, also das sind alle Augen auf mir. Nicht alle, aber die Professorin, die steht dabei und die redet zwar ohne Punkt und Komma meistens weiter, während ihr eure Rituale macht und euch das anschaut und eure Notizen macht und so weiter, aber die lässt das Ding nicht einen Moment außer Augen. Nicht einen Moment. Schade. Dürfen wir es berühren? Nein. Das heißt, alles, was wir... Sie berührt es auch nicht. Das heißt, du siehst eine Aura. Sehe ich eine Aura? Weiß ich nicht. Ich spüre Mirabelle, eine Aura. Sagt sie dann. Darf man das berühren? Nein, Mirabelle, das wäre keine gute Idee. Ich glaube, deine Hand ist dir sehr wichtig und deswegen würde ich diese Hand auch bei dir lassen. Wenn du damit interagieren musst, dann durch optische Stimulation oder durch Fragen an mich oder einen der anderen Lehrkörper. Vielen Dank, liebe Mirabelle, danke für diese Frage. Das ist sehr wichtig. Mirabelle, bitte. Würde die Hand verbrennen ist es sehr heiß? Es ist mehr als heiß, sie würde desintegrieren. Kann man es magisch berühren? Du kannst es vorsichtig probieren. Was steht dir im Sinn? Ich mache meine Mage Hand. Also, ja, sagt sie dann im Schütteln. Ist so ein bisschen so. Ja, aber es ist einfach. Ich würde einfach versuchen, da mit der Mage Hand ist einfach ja. Wenn du mit der Mage Hand hingehst, siehst du, wie es. Mir geht es eher darum, wie das mit. Und ich sag, du hast ja eh an Detect Magic und ich habe einen Identifier an, ob sich was verändert von der Mage Hand nämlich auch. Wenn du das beobachtest mit deinem Blick, ja, dann siehst du, die Mage Hand, ja, hat ihre eigene Aura, das Ding hat eine Orge-Aura, Org-Golden, ja. Und also die Mage Hand nähert sich und 15 Zentimeter bevor das bei dem Kristall ist, merkst du, wie das Gewebe der Magie sich. Also wenn Hitze einen Counterspell, das ist für dich Org, ist kein Counterspell. Ja, normalerweise kann ein Counterspell oder ein Spruch das aufheben. Das ist so heiß, dass es ihre Magie einfach auflöst. Die verbrennt dort. So eine Hitze hat das.
So siehst du das, okay. Und ich sehe auch, dass meine Hand in dem Moment, wo sie näher kommt, einfach sozusagen wie an einem... Verdampft weg. Können wir eine kurze Ablenkung haben? Ich deute auf die Tasche, die du mir gestrickt hast. Ah. Aber höre ich das auch? Redest du nur mit der Mirabelle oder kriege ich das mit? Nein, ich würde das so euch sagen, ja. So. Das in dem Moment, wo du das kommt wirklich so von mir voll ein, diese, wir spielen nicht mit den Tränen herum. Wir wissen noch immer nicht, was es ist. Und es ist wirklich so, du merkst, ich will es auch wissen. Aber. Für die Schüler interessant, für euch Studierende interessant, müsste es eigentlich sein, wie das Podestas Repono die unbändige Gewalt und Hitze einer Träne Sols überhaupt standhalten kann. Diese und viele andere Fragen werden wir in den nächsten Wochen beantworten. Natürlich ist es wie bei allen anderen fortgeschrittenen Themen so, dass die Schüler, das seid ihr, und Schülerinnen, das seid ihr, mit diesen Dingen umzugehen lernt. Das heißt, ja, es sind die Frage zu beantworten, ja, es sind schon sehr viele Schüler bei der Studie der Tränen Sols ums Leben gekommen, weil sie was nicht gemacht haben? Die nötigen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Ein Punkt für Mirabelle. Außerdem immer auf das Lehrpersonal hören. Ist es jetzt nur extreme Hitze, weil ich habe eigentlich kein Problem ist mit Hitze? Ist es nur extreme Hitze, Cassandra? Willst du einer von diesen Fällen sein? Es war nur ein Gedanke, der mir gekommen ist, weil mit Hitze habe ich dumme kein Frage. Problem. Rufus! Was passiert mit der Träne Souls, wenn sie ihre Energie abgegeben hat? Das ist eine hervorragende Frage, die wir einen der Artifizienten, die damit zu tun haben, befragen werden, sobald sie bei uns, und das passiert in diesem halben Jahr, einen Vortrag halten. Merke dir diese Frage. Mirabelle. Ist diese Träne, die wir da sehen, eine aufgeladene oder eine leere? Das ist eine leere Träne. Oh wow. Das ist eine leere Träne? Beinahe, ja. Man's ganz leeren kann man sie nicht. Werden leere Tränen wieder aufgeladen? Das oder? Ist eine Frage, die man wen stellen sollte? Den Rufus? Artifizienten. Den Artifizienten. Ich lehne mich leise zu mir rein. Sie mag mich nicht. Ich glaube. Weitere Fragen? Rufus? Nein, ist nicht so wichtig. Ich schreibe jetzt mal die Fragen auf. Warte, was war die eine Frage können? Was war deine Frage? Schon wieder vergessen. Was mit den Tränen passiert, wenn sie entladen sind? Mhm. Und ob wir eine Finger bekommen können. da steht eine. Was können wir mal wieder auf? Mhm. Gut. Ich schreibe nur die Fragen, ob wir vergessen sind, nämlich sonst ganz sicher wieder. Die Ladung dieser hier vorgestellten Träne ist nicht mehr hoch genug, um einen, um den gewünschten Effekt in den Apparaturen herzustellen. Cassandra. Wenn man die Träne nicht berühren kann und offensichtlich auch mit Magie kann ich sie auch nicht berühren, also nur die Mage kann sie nicht berühren. Das heißt aber, die Tränen müssen auch magisch dann in das Podest gesetzt werden, weil wir sie ja physisch nicht können. Das ist eine, das ist eine hervorragende Frage. Überraschter Gesichtsausdruck. Wie so viele Dinge sind manche Sachen einfach nicht für das Arcanorum, für uns etwas, das getan werden könnte. Das Insertieren einer Träne Souls in den Apparatus erfolgt nicht durch einen Studierenden oder einen fertig Studierten der Akademie, sondern durch den Klerus des Architekten. Ja, eine gute Frage, Cassandra, das war tatsächlich eine gute Frage. Sie kritzelt irgendwas in dir.
Lernen wir so jemanden auch kennen? Natürlich. Und dürfen wir dann beiwohnen, wenn diese Träne... Das ist ein Subjekt des fünften Jahres, Cassandra. Ja, aber ihr werdet, sofern ihr das vierte überleben werdet, durchaus dabei sein, wenn die Tränen geerntet werden und auch insertiert werden. Hochinteressant, sagt sie dann. Durften Sie schon mal dabei sein? Natürlich. Dumme Frage. Rufus. Ja, diesmal habe ich eine Frage. Mir ist klar, dass diese Tränen hauptsächlich dazu dienen, die Wärme-Souls abzugeben an die Weiße Weite. Und meine Frage. Wäre es auch möglich, dies als eine alternative Energiequelle für andere Dinge zu verwenden? Das ist auch eine hervorragende Frage, Rufus, sagt sie dann. Ja, das wäre wahrscheinlich möglich. Allerdings ist es uns noch nicht gelungen, die Energie einer Träne Souls so zu dämpfen, dass ein Effekt, der nicht einer kleinen Sonne gleichkommen würde, erreicht werden kann. Es ist also ein Problem des Koeffizienten zwischen dem Kristall der Hitze und dem Apparatus. Mirabelle? Wie werden diese Kristalle hergestellt oder wo werden sie abgebaut? Im Äthermeer ein Thema, das im fünften Jahr behandelt wird, für diejenigen, die dann noch am Leben unter sind. Uns weilen. Es kann durchaus sein, sagt sie dann und schaut so in die Klasse, zu allen Leuten, dass jemand von euch sich entscheiden wird, am Ende des vierten Jahres oder vor der letzten Prüfung des vierten Jahres die Universität zu verlassen. Das wird nicht mit Verachtung geahndet, sondern wird manchen Schülern tatsächlich nahegelegt, dies zu tun, denn die Sterberate im fünften Jahr ist, wenn das nicht gemacht wird, durchaus sehr hoch. So, und da will ich dir nicht zu nahe treten, Mirabelle, du bist keine studierte Magierin. Dein Machtpotenzial kann nur sehr schwierig festgestellt werden, obwohl ich schon gehört habe, dass es durchaus im gehobeneren Sektor liegen muss. Aber vielleicht wird man auf dich zukommen, nicht ob deiner Impotenz, der mystischen Handhabung aller Energien zu sprechen, sondern ob der chaotischen Natur deiner arkanen Äußerungen. Du musst jetzt nicht irgendwie depressiv diesbezüglich sein. Es dient nur deiner Sicherheit, wenn das passiert. Ich bin ja noch nicht mal sicher, dass es passieren wird. Ich bin zum Beispiel sehr zufrieden mit deinen Leistungen, sagt sie dann. Dann schaut sie die Kassandra an. Das hoffe ich, ja. nicht als Frage, sondern beim Erforschen. Wie nahe können wir, also in welchem Radius spüren wir diese Hitze? Gar nicht. Wenn du nahe hingehst, ist es nicht heiß. Also sie lässt uns auch die Hand in eine gewisse Distanz geben. Und irgendwann mal, wenn du so auf 20 Zentimeter, 15 Zentimeter hinkommst, dann wird sie deine Wand, dann wird sie die hinhalten und wird deine Finger wegschieben. Okay, also bevor du es berührst. Aber ich spüre nichts. Also ich spüre keine physische Hitze. Das wollte ich wissen. Nein, physische Hitze ist keine vorhanden. Spüre ich sonst was? Würfelt sie mal jeder mal einen 20-Seiter, bitte schön. Jetzt tät ich einmal gern gut würfeln vielleicht. Was, auf was? Einfach 20 Seiten. Na, das ist nichts. Das ist nach mir viel weniger. Komm. Sag doch, was es ist. Ihr müsst mal sagen, was es ist. 7. 2. 18. Irgendwer hat was. Nochmal. Deine ausgeborgten Würfel sind ziemlich gut. Tja. Also die Würfel, die ich... Oh, da jetzt habe ich den 2er. Ich würfel mit einem anderen. Meine ist böse. Ist völlig wurscht. Würfel's einfach. 11. Ja. 18. Schon wieder. bitte noch einmal das Ganze. Der Notfallswürfel. Ich mag den Notfallswürfel aus. Du mal vor. Okay. Was braucht er sich, der muss ein Gedänge draußen haben. 15. Ja. Na, ich werde zumindest besser. Kriege nicht raus. 7. Okay. Das war eine gute Idee. Kriege nicht raus. Zweimal brauche ich noch. Mache ich doch mit dem. 13.
Okay. Und ein letzter Wurf noch. Einen brauche ich noch. Mhm. 16. Gut. Einige Studien werden mit den Tränensouls von euch abgehalten werden. Analysen, theologische Abhandlungen. Ja. Eine dieser theologischen Abhandlungen sagt, dass die Tränensouls nicht geerntet, sondern gesammelt werden. Und zwar sind das tatsächlich die Tränensouls, die dieser geweint hat, als Avia zerbrochen ist. Ja, also so ein Sermon wird gehalten von einem Klerus Souls, der bei euch unterrichtet. Es wird einige Unterrichtseinheiten damit geben und eine Halbelfe von der Gruppe Gargoyle, die ihr kennt, die mit euch fast immer im Unterricht ist, die Muriel, wird ungeschickt ihren Arm verlieren bei der Handhabung mit einer Träne Souls, bei einer Analyse. Und das ist tatsächlich, da werdet ihr dabei sein. Ja. Man sagt im Nachhinein, sie hat Glück gehabt, weil es war beim Zuschauen tatsächlich so, dass sie eigentlich, sie wollte gar nicht das Ding berühren. Sie hat irgendwas gehalten, das ist ja weggerutscht, sie ist, hat nachgegriffen, wollte sich irgendwo abstützen, weil sie das Gleichgewicht verloren hat und hat, ist eigentlich angekommen im Vorbeifahren bei dem Ding. Und das war echt so, war der Arm einfach weg. Es hat sofort seltsam gerochen, sie ist zusammengebrochen, sofort das Bewusstsein verloren und ihr wisst mittlerweile, dass durch die Witwen einiges möglich ist an Restauration und Wiederherstellung. Aber diesen Arm hat sie nicht mehr bekommen und ihre Karriere als Magier in der Akademie war dadurch auch eigentlich erledigt. Ja. Das Ende des vierten Jahres oder das letzte Drittel bricht heran. Viele Zettel habt ihr gefunden, die sich dann wiederholen und wiederholen. Eine Prüfung steht aus, das wisst ihr, die große Abschlussprüfung. Viele kleinere Prüfungen sind geschehen. Jeder darf mir dreimal würfeln. Bitteschön. Wenn du die ganze Zeit Nachrichten hin und her schreibst. Sehr schön. Da kommen die ganzen Theorien her. Okay. Sehr gut. Ja? Bitte, Cassandra. Was ist das? 12er. Okay. 20! Der erste 20er heute. Ja. Wir haben noch gar keinen gehabt. Eva. 17. Ja. Ja. Immerhin 11. 8. Scheiße. 2. 2. Haben wir eigentlich immer eine Inspiration bei noch? Weiß ich nicht. Nicht mehr, gell? Nein. War das auch ein 2er? Aha. Oh boy. 9. Gut. Oh. Bam, bam, bam. Letzte Runde war. Eure akademischen Leistungen bei den Zwischenprüfungen, bei den kleineren Prüfungen, lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, tatsächlich. Also es ist nicht so, dass es die totale Versage ist. Du bist so ein bisschen ein Mittelfeld. Ja. Dich reißt vielleicht so ein bisschen diese Natural 20 raus, ja, aus deinem Ding. Aber man, was ihr schon mitkriegt, die Lehrer, also die Professoren, die Magister, legen euch als Gruppe nahe, euch wieder ein bisschen zu konzentrieren. Vielleicht sind die Forschungen, die ihr anstellt, die nichts mit den schulischen Leistungen zu tun hat,
ein bisschen in den Vordergrund getreten. Und so trifft man sich zur Bekanntgabe der Abschlussprüfung, die bei euch so ein bisschen entscheiden wird, aufgrund der schlechten Zwischenprüfungen, ob ihr Material seid, das in das fünfte Jahr mitgenommen wird. So wird euch von Valante Belité in der Aula ein Treffen vorgeschrieben, zu dem sich alle Studenten des vierten Jahres zusammentreffen. Und das sind gar nicht mehr so viele jetzt, ja, die da unten sind. War es im ersten Jahr noch ein buntes Treiben von aufgeregten Stimmen, ist es jetzt ein sehr ruhiges Zusammenstehen von einer Gruppe an Leuten, die, man sieht es in den Gesichtern, älter geworden sind. Ist man selber auch gealtert in dem Bereich? Wahrscheinlich schon. Die Gruppe Marilit steht gesammelt dort in diesem Jahr. Kein Schabernack von ihrer Seite, kein Schabernack von eurer Seite. Zu viel und zu anstrengend waren die Studien. Und so hört ihr die Stimme von eurer Rektorin. Man sieht sie auch wieder von oben herabschweben auf einer Scheibe. Ihr Gesicht unverändert schön. Wird sie sagen, das vierte Jahr hat sich zusammengetroffen, um die Planung des Abschlusssemesters, die Planung der Abschlussprüfung vorzunehmen. Zusammen mit den Arkanisten und Manticore-Reitern sowie den Klerus der Witwe werden die Gruppen Aufgaben zugesprochen bekommen. Aufgaben, die sie darauf vorbereiten sollen, was in Zukunft getan werden muss. Autonome Brocken Avias, das ist euch ein Begriff, ein autonomer Brocken ist etwas, das nicht mit Ketten verbunden ist, etwas, das im Äther mehr treibt, zusammengehalten von man weiß nicht recht was, eigentlich nichts. Trotzdem kollidieren sie nicht mit den größeren Brocken. Aber so ein autonomer Brocken kann durchaus auch relativ groß sein. Manch einer verschwindet auch auf Nimmerwiedersehen. Einfach im Äthermeer irgendwo. Auf einen dieser autonomen Brocken oder auf einigen dieser autonomen Brocken sind Studien nötig, die es nicht unbedingt benötigen, voll ausgebildetes Personal dafür zu verwenden. Diese Aufgaben werden von euch übernommen werden. Und eine dieser Aufgaben wird eure Abschlussprüfung sein. Die Professorinnen sind auch anwesend. Wenn du schaust, siehst du, dass die oben in den Rängen irgendwo stehen. Ihr steht unten. Die Ränge sind gefüllt von Professoren und anderen Leuten, die man vielleicht vorher noch nie gesehen hat. Nicht viele. Aber einige, die da zuschauen gerade. Kann ich einen Insight-Check machen, um zu schauen, ob irgendwelche von diesen Leuten besorgt aussehen? Um uns speziell oder? Ja, mach einen. Ja, ist schön. Ich würde tatsächlich im Speziellen bei diesen Worten die schauen, ob ich die Ilaria irgendwo sehe. Ja, mach auch einen Insight-Check. 20. 20? 20. Not natural. Where are the toes? Ich finde die Lara nicht. Ich habe einen Zweier geführt. Inside. Du suchst nach jemanden, der besorgt in eure Richtung schaut. Dein Blick wandert so durch die Ränge. Ja. Und einzige, den du bemerkst, der besorgt schaut, ist alle anderen schauen interessiert,
auf, ein bisschen aufgeregt, manche. Du siehst andere Leute, die so ein bisschen so Ding. Und diese Person steht alleine, den Blick fast nicht von euch weggehend. Ilaria schaut sich. Ich sehe sie nicht. Du siehst sie nicht. Ich habe eins. Also ich habe zwei gewürfelt und minus eins. Es ist auch schwierig. Es sind viele Leute. Viele Leute, Lichter von oben, Kristalle, Lampen. Ich stehe schlecht. Und so Dinge. Und so beginnt, wie am Anfang, das Auszählen der Zimmer, das Zusammenwürfeln der Zimmer, wird jetzt gezogen, welche Aufgaben von welchem Raum, von welcher Gruppe übernommen werden. Und bei euch hört man Gruppe Goblin Grill. Goblin Grill. Goblin Grill. Goblin Grill. Der autonome Brocken namens ASA ANS 03. Ehemals ein Teil des Brockens Asatria, welcher auch Nebellande genannt wird. Ist das Ziel eures Einsatzes. Die Mission? Ein zerstörter Eta Drakar, welcher ein Potestas Repono bei einem der Raubgänge der Nyr-Alfheimer entwendet hat, wurde über diesen Brocken zum Absturz gebracht. Eure Aufgabe ist es, primär das Potestas Repono ausfindig zu machen, wenn möglich zu reparieren, aber unbedingt zurückzubringen. Sekundäre Mission: Ausfindig machen des Eta Drakars, Überbringen der Rune, die diese Schiffe fliegen lässt, so viel Informationen über diesen Eta Drakar wie möglich herauszufinden. Zusatzpunkte, wenn die Rune tatsächlich mitgebracht wird in intaktem Zustand. Weitere Zusatzpunkte, wenn der Eta Drakar flugtauglich gemacht werden kann und zu uns zurückgebracht wird. Für jeden geborgenen Kristall, für jede geborgene Träne Souls wird es ebenso Zusatzpunkte geben. Viele dieser Worte. Nyr-Alfheimer. Was ist das? Was ist ein Eta Drakar? Ihr habt schon gehört, dass ihr überfallen werdet. Sind das diese fliegenden Schiffe, gegen die die Manticore-Reiter sich verteidigen? Vielleicht hat euch der Ben mal erzählt, dass die immer wieder mal versuchen, vor allem nach der Ernte natürlich, zu kommen und diese zu stehlen. Und nicht immer schaffen dies. So ist eure Prüfung klar. Es ist euch klar, was getan werden muss. Zum Teil ist bereits ein Teil dieser Prüfung, euch darauf vorzubereiten, was ihr benötigen werdet. Für einen Transport dorthin wird gesorgt, im Übrigen. Für alles andere, das ihr benötigen würdet, seid ihr selbst zuständig. Alle anderen Gruppen haben ähnliche Aufgaben, manche einfachere, manche gefühlt noch schwierigere. Bei manchen ist klar, dass es zu Feindkontakt kommen könnte, ob das jetzt in der Weißen Weite ist oder woanders. Die Gruppe Marilith hat eine relativ einfache Aufgabe bekommen. So steht ihr dort unten und der Ben sagt, naja, das wird ein Spaß. Da machen wir den Break.
Alter. Wie greifen wir die depperten Dinge an, wenn wir sie nicht angreifen können? Tod den Ätherpiraten! Boah, der Kampagne muss sterben! Vernichtet sie alle!